Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divine Divinity. Ja, ihr könnt euch sicherlich noch erinnern, was ich das letzte Mal oder am Ende der letzten Aufnahme über den Ton gesagt habe. Von wegen, ich probiere das diesmal mal mit... okay, Schildkerze. Ich glaube, die habe ich das letzte Mal schon alle ausgemacht. Ich probiere das diesmal einfach mit anderen Toneinstellungen, sodass es eventuell lauter sein könnte. Ja, vergesst, was ich gesagt habe. Das Problem ist, dass... Käse. Ich gehe in der Zwischenzeit schon mal runter. Wir erinnern uns, es war jetzt hier so ein Verlies und die unteren Geschosse sind gefährlich. Und die wollen wir uns jetzt natürlich angucken gehen. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Warum ist hier meine Faust zu sehen und nicht mein Schwert, das ich eigentlich angelegt habe? Danke. Und die Spannung steigt. Was wird uns hier unten erwarten? Ja, das Problem ist, dass sich die Werte quasi verschieben, wenn ich es lauter stellen will. Sodass am Ende nicht mehr viel von dem Spielsound, also von dem Ingame-Sound übrig bleibt. Also das Verhältnis verschiebt sich quasi zwischen Stimme und Ingame-Sound zu Ungunsten des Ingame-Sounds. Und dann müsste ich irgendwie das Mikrofon auf, keine Ahnung, 5 oder 10% wiederum nur stellen, damit es irgendwie passt. Und dann weiß ich auch nicht mehr, ob das dann halt noch so groß die Auswirkung... Was hat das wohl bewirkt? Ja, was wird das wohl bewirkt haben? Ja... Genau, was das halt bewirken wird mit dem Mikrofon. Ja, wie groß dann im Endeffekt die Auswirkung ist und wie gut die Verbesserung. Was kommt da? Was kommt da? Oh mein Gott, ein Stahlbeschwörer. Ja, ich habe ihn schon in der Testaufnahme gesehen. Ja, wir können uns doch noch erinnern, wie sehr wir mit den Lichen zu kämpfen hatten. Oh, hier liegt ein Goldring. Der eine, der uns da in der Abtei begegnet ist, und ich glaube woanders ist uns noch einer begegnet. Aber ich weiß gerade nicht mehr wo. Ja, sie sind jetzt hier normale Gegner. Schön, oder? Und das macht diese unteren Geschosse schon verdammt gefährlich. Was im Umkehrschluss bedeutet, wenn man sich diese unteren Geschosse hier gleich angucken will nach der Burg... Muss man einigermaßen fit sein, bevor man in die Burg reingeht. Und deswegen habe ich auch so lange gewartet. Ja, und wir haben dunkle Leichname, an die können wir uns auch noch erinnern. Die haben auch nicht so viel Spaß gemacht, da war einer bei Jakob unterwegs. Oder vielleicht sogar zwei. Und die sind uns ziemlich auf den Keks gegangen. Okay. Ich glaube, die Magie ist tatsächlich jetzt hier das Ausschlaggebende, was uns retten wird. Ja, also warum ist das Ganze mit dem Ton so... Okay, jetzt wird's kriminell. Okay. Gott. Dafür hoffe ich jetzt nicht, dass der Spielsound jetzt zu laut ist. Das wäre jetzt ein bisschen peinlich. Aber ich habe das eigentlich alles so eingestellt, wie es vorher war. Und habe auch eine Testaufnahme so wie immer gemacht. Oh. Hi. Ja, also man hat ja unterschiedliche Sachen, an denen man drehen kann, wenn man halt den Ton in irgendeiner Form einstellen will. Also vor allen Dingen ist es ja quasi der Systemsound, also quasi der Lautsprecher an sich, der Ton, der aus dem Headset rauskommt, der auch am Ende die Lautstärke des Mikrofons mitbestimmt. Noch ein Hebel? Das ist eine ganze Hebelkaskade. Ach ja, warum nicht? Was hat das wohl bewirkt? I don't know. Ja, diese blauen Blitze sind so unglaublich gefährlich. Und dann kann man noch separat dazu halt den Spielsound einstellen, also den Sound,
der am Ende quasi vom Spiel aus dem Kopfhörer kommt. Und das war eigentlich mein Problem bei Tomb Raider. Also falls ihr euch das auch mal angeguckt habt, da hatte ich ja bei Tomb Raider 1 dann das große Problem. Also zum einen hatte ich schon ein Problem bei der Add-on vom zweiten Teil, weil da die Musiklautstärke sich im Spiel nicht separat einstellen ließ. Haha, daneben. Aber da habe ich doch gar nicht hingeklickt. Okay, jetzt ist es an der Zeit für einen großen Regenerationstrank. Oh, der Licht ist auch vergiftet. Ist ja witzig. Nur leider bringt mir das nicht so viel. Superheilung, Regenerationstrank und Goldmünzen. Ja, also bei Tomb Raider 1 hatte ich dann schließlich jedenfalls das Problem, dass ich den Spielsound nicht mehr einstellen konnte, weil er mich jedes Mal aus dem Spiel rausgeschmissen hat, wenn ich quasi das einstellen wollte. Weil es halt über eine DOSBox-Konfiguration funktioniert und so weiter und so fort. Wahrscheinlich interessiert euch das alles gar nicht. Aber naja, es war jedenfalls nicht sehr einfach und im Endeffekt musste ich da dann bei der Steam-Version es tatsächlich so machen, dass damit der Spielsound für mich nicht zu laut ist, musste ich quasi mir Taschentücher zwischen mein Headset und meine Ohren klemmen. Das war besonders lustig. Ja, aber das ist ja jetzt auch vorbei, weil ich jetzt Tomb Raider 1 endlich geschafft habe. Yes. Ich überlege nur gerade, wo ist es jetzt günstig, dass wir lang gehen? Vielleicht ist es doch günstiger gewesen, wenn wir zuerst hier lang gegangen wären. Oder dort lang. Wer weiß das schon? Wir nehmen einen kleinen Regenerationstrank. Seit wann führt der so viel auf? Könnten mal wieder kleine Regenerationstränke herstellen bei Gelegenheit. Wir machen jetzt trotzdem hier oben weiter und speichern mal zwischendurch. Bevor wir jetzt hier sterben. Wir waren schon öfter jetzt beinahe kurz davor. So. Okay. Das ist ein Superlicht. Kann das sein? Der nimmt ja fast gar keinen Schaden. Scheibenkleister. Da werde ich wahrscheinlich mit dem Meteorschlag auch nicht viel bewirken können. Und vor allen Dingen muss ich unbedingt... Oh Gott. Ja, Gegenstand identifiziert und es ist ein einfacher Kampfstab. Wollt ihr mich veralbern? Ja, viel mehr ist ja auch nicht los. Ja, gut, wir haben noch eine verschlossene Truhe. Haben wir Dietriche? Verschlossen. Ach. Ja, probieren wir mal. Ja, wir haben Dietriche. Bis? Gerade sagen. Henkers Armbrust. Schaden 41 bis 86. Macht aber unser Bogen, den wir das letzte Mal eingesammelt haben, mehr Schaden. Ich habe jetzt nicht ernsthaft mit Schlösser öffnen dieses zerbrochene Fass verschlossen. Okay, gut. Wir tun einfach so, als wäre das niemals passiert, Lucien. Du hast ein Dietrich daran verschlossen. Verschwendet ein zerbrochenes Fass zu verschließen, in dem gar nichts drin war. Schäm dich. Okay, wir speichern, weil der Licht besonders schwer war. Es war gut, dass wir vor ihm gespeichert haben. Es hätte sonst was passieren können. Ja. Bei der Tondiskussion bin ich leider immer noch nicht ganz am Ende. Und zwar ist es dann halt noch so, dass man dann noch zusätzlich dazu noch quasi die Toneinstellung bei Fraps machen kann. Ich bin überladen. Nee, oder?
Ach Gott. Dann ist es an der Zeit, Tränke zu mischen. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Aber es wären doch... Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Gewicht 32, Gewicht 14, Gewicht 17. Es müssten doch eigentlich immer weniger. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ja, ist ja gut. So, wenn wir es jetzt noch viermal machen, dann müsstest du entladen sein. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ja, ich bin gut. Überladen. Fantastisch! Ja, finde ich auch. Aber was war jetzt fantastisch? Also, für dich? Hervorragend. Überragend. Ach, fantastisch. Ja, stimmt. Er sagt es ja immer, wenn er... Hervorragend. ...erfolgreich Tränke gemischt hat. Ich erinnere mich. Oh Mann. Ja, jetzt haben wir keine kleinen Heiltränke mehr. Das ist wohl aber jetzt so. Dann gucken wir mal noch hier rein. Skorpionfall. Nee, die nehmen wir aber nicht mit. Wir können uns jetzt nicht mehr leisten, hier wahllos Dinge mitzunehmen. Aber wir können eine Orange mal essen. Das letzte Mal habe ich ja die Äpfel einfach nur eingesammelt, ohne sie zu essen, und habe mich dann gewundert, dass nichts passiert. Ah, und es ist wieder nichts passiert. Ja, das nächste Mal mache ich es wieder mit offenem Statusfenster. Okay, und wir legen uns mal kurz schlafen, weil wir es können. Und so langsam frage ich mich, ob es nicht doch klüger gewesen wäre, dort unten weiterzugehen. Naja, werden wir ja sehen. Ja. Also wir haben insgesamt jedenfalls drei Hebel, an denen wir rumwurschteln können, sag ich jetzt mal. Oh. Na gut. Weil es sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, ja. Und, es ist halt immer so, dass ich quasi... Genug jetzt mit der Magie. ...den Spielsound so einstelle, wie ich ihn brauche. Deswegen kann ich eigentlich unabhängig davon das Headset so einstellen, wie ich will. Das habe ich aber erst später entdeckt, als ich meine Voreinstellungen, so wie ich sie kenne, jetzt schon gemacht habe. Und war dann einfach immer zu faul. Das war mega ineffizient, wie ich gerade feststelle. War dann einfach immer zu faul, das wieder umzustellen. Aber ich könnte ja einfach das Headset lauter machen, habe ich gedacht. Und den Fraps-Schalter wieder im gleichen Verhältnis dazu einstellen, sodass das Verhältnis zwischen Stimme und Spielsound wieder stimmt. Aber dass halt quasi die Aufnahme an sich lauter ist. Aber irgendwie... Ich kann keine Zaubersprüche mehr aussprechen. Es ist halt so, dass ich jetzt momentan quasi die Hälfte von Fraps benutze, von dem, was das Headset quasi sagt. Regenerationstrank, oder? Kleiner Regenerationstrank. Okay. Okay, gut. Und man kann halt Fraps nur so hoch einstellen, wie das Headset quasi, also wie der Systemsound ist, logischerweise. Meine Kräfte sind erschöpft. Und das Verhältnis verschiebt sich halt so ungünstig, dass es quasi am Ende, dass der Spielsound am Ende immer noch zu leise ist. Ich also quasi den Fraps-Schalter noch höher stellen müsste, als der Systemsound ist. Und jetzt habe ich das alles erklärt und wahrscheinlich blickt ihr da jetzt trotzdem nicht durch und es ist... Ja, aber ich habe Zeit totgeschlagen, in der ich was erzählt habe. Ja, wahrscheinlich war es nicht so sehr interessant für euch. Sorry. So, aber jetzt schließt sich der Kreis. Oder auch nicht. Oh, schon wieder vergiftet. Ja. Ach Gott. Du willst aus sicherem Abstand schießen? Tja, wird aber nichts draus. Ach Gott. Hier gehe ich nach wie vor auf Nummer sicher.
Na? Ha! Aber trotzdem wieder schneller. Okay. Ja. Jetzt wisst ihr aber, warum Let's Play nicht so einfach ist, falls ihr das noch nicht vorher wusstet. Nein. Jetzt wisst ihr, dass dazu noch ein bisschen mehr dazu gehört, aber das konntet ihr euch sicherlich schon vorher denken. Und jedenfalls, warum ich jetzt doch bei dem bleibe, was ich vorher hatte. Ja, das ist zwar ein nettes und verlockendes Angebot, aber ich kann es leider nicht annehmen. Wenn ich jetzt alleine spielen würde, also quasi offscreen, würde ich das vielleicht tatsächlich so machen, dass ich irgendwie alle Gegenstände auf einen Punkt schaufle und dann zusehe, dass ich die dann alle auch verkaufe. Weil ich garantiert nicht mehr Lust haben werde, ein Magietrank, das hier alles nochmal abzulaufen. Jetzt hat sich aber der Kreis geschlossen. Genau, jetzt geht's nur noch hier weiter. Yes. Und ich habe den Faden verloren. Och, was hat Mann. Das wohl bewirkt? Ach so, ja, ich werde es jedenfalls nicht nochmal hier einzeln absuchen. Das ist mir dann doch zu viel Arbeit. Ein Hirschfänger. Na. Ich kann keine Zaubersprüche mehr aussprechen. Ja, dann sprich halt keine Zaubersprüche. Ja, so effizient können wir gegen ein Licht kämpfen. Ich glaube, wir versuchen es doch nochmal mit den Zaubersprüchen. So, okay.